Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen. Ich überspringe jetzt mal die Erklärung. Ich denke mal, das habe ich in den ersten drei genug erklärt, wie das hier funktioniert. Wer also gerne nochmal die Erklärung haben möchte, ja komm, wir haben noch Zeit. Also nochmal. Ich mache hier oben nochmal eine Infocard zu den anderen Folgen. Ihr müsst sie euch nicht ansehen, aber es wäre gut für euch. Egal. Und hier auf der Seite hier blende ich die Seite ein, die ich gerade lese, damit wir gemeinsam lesen können. Eine Sache noch, ich habe noch was ein bisschen nachgeforscht. Und zwar, ich habe mir das Original angeschaut von Deutsche Sagen, gesammelt von Brüder Grimm. Das ist ja aufgeteilt in Band 1 und Band 2. Und die sind schon, also das ist nicht so geschrieben, das Buch ist anders geschrieben. Es ist mehr zusammengefasst, viele untereinander sagen, also im Original sind die Sagen sehr viel kürzer. Und hier sind sie, naja, sagen wir mal kindgerecht gemacht. Aber kindgerecht nicht im heutigen Sinne, sondern kindgerecht im damaligen Sinne. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine mit im damaligen Sinne. Also, es ist nicht so krass, nicht so extrem krass wie zur ganz damaligen Zeit, aber auch nicht so, naja, windelweich, wie es heute ist. Aber ich finde es auch sinnvoll, dass es so gemacht wurde, weil ich habe mir mal das so ein bisschen durchgelesen und das ist schon, die Schreibweise ist schon sehr arg. Ich will jetzt den Brüder Grimm überhaupt nicht nahe treten und sagen, dass sie nicht schreiben können. Ich sage einfach nur, dass die Sprechweise damals anders war als heute. Sehr viel anderser. Und das, sehr viel anderser. Und das, was vor 90 Jahren war, ist deutlich besser für uns zu verstehen, als wenn ich das vorlesen würde. Zumal an so ein Original, und ich möchte ja gerne mit Büchern arbeiten, ich möchte euch ja nicht irgendwas, was ich im Weltnetz finde, euch zeigen. Wenn ich da so ein Buch haben will, ich glaube, ich müsste dann schon mehr als 2000 Euro hinlegen, um das originale Pamphlet hinzukriegen. Das Geld habe ich nicht. Tut mir leid. Wie dem auch sei. Aber vielleicht irgendwann. Na egal. Dann lege ich mal meine Lesehilfe auf. So, aufgeladen. Oh, alles cool hier. Dann blätter ich mal vor weiter. Wir haben angehalten. Das letzte Mal ging es ja um die Zwerge. Was das betrifft, muss ich mich auch noch mal ein wenig korrigieren, was die Zwerge und Wichte betrifft. Also ich weiß nicht, wie es bei den Wichten abläuft, aber die Wichte werden ja hier als Männer beschrieben, als kleine, weiße, alte Männer mit Bärten, wo offensichtlich es keine Frauen gibt. Das sind einfach welche Fabelwesen, die in der Grube rumwandern. Und Zwerge sind wohl, wenn ich das hier richtig verstehe, Zwerge sind wohl richtig ein, nicht ein Fabelwesenvolk, das sich auf unbekannte Weise vermehrt, sondern die haben Kinder, Männlein, Weiblein und vermehren sich also wie die Menschen, wenn man so will, während die Wichte einfach solche magische Wesen sind. Wenn ich das hier richtig verstehe. Also es geht ja hauptsächlich um die Zwerge, was ich das letzte Folge vorgelesen habe, und nicht um die Wichte. Wir haben aufgehört bei dem Kobold. Und die nächste Sage heißt auch der Kobold. Puh. Okay. So. Den Bereich im Gehirn aktivieren, dass fürs Lesen zuständig ist. So. Der Kobold. In einigen Orten Norddeutschlands hatte fast jeder Bauer einen Kobold oder Hausgeist, der sich im Hause ungebeten nützlich machte. Der Kobold ist zu allen Arbeiten zu gebrauchen. Er trägt Wasser in die Küche, hackt Holz, holt Bier aus dem Keller, striegelt die Pferde und mistet den Stall. Wo er ist, nimmt der Wohlstand zu. Im Keller wie in der Scheune oder andere Vorratsräume sieht es gut aus. Will der Kobold in ein Haus einziehen, so macht er erst eine Probe, ob er auch darin ungestört scharwerken kann. Er streut nämlich Sägespäne bei Nacht durch den Hausflur. Ein verständiger Bauer achtet nun darauf, dass diese Späne nicht mutwillig von dem Hausgenossen zerstreut werden. Macht er es dem Hausgeiste so recht, dann bleibt dieser bei den Leuten, solange noch einer von ihnen am Leben ist. Gern hilft er der Köchin,
die ihm dafür jeden Tag sein kleines Schüsslein mit Essen an einen bestimmten Ort stellen muss. Damit erhält sie ihn bei guter Laune. Sie kann dann faulenzen und im Bette liege bleiben, solange sie will. Ihre Arbeit wird dennoch gemacht. Vergisst sie aber, den Kobold zu versorgen, dann mag sie sich vorsehen. Sie muss ihre Arbeit selbst wieder tun und hat doch eine glückliche Hand. Unglücklichere Hand. Bald verbrennt sie sich mit heißem Wasser, bald verschüttet sie das Essen, bald zerbricht sie das Geschirr, sodass sie von den Herrschaft häufig ausgescholten wird. Dazu muss sie sich noch den Spott des Kobolds hinnehmen, der sie aus seinem Lauschwinkel verlacht. Sie tut dann am besten, wenn sie einen anderen Dienst sucht. Aus dem fleißigen Hausgeist wird häufig ein lästiger Quälgeist, der schwer zu entfernen ist und den Bauern das Leben sauer macht. Ein Bauer gab sich alle mögliche Mühe, seinen Kobold, der in der Scheune nichts als Unfug anrichtete, loszuwerden. Ganz verzweifelt kam er schließlich auf den Gedanken, die Scheune anzuzünden, nachdem er den Geist wohl eingesperrt hatte. Als nun die Scheune in voller Glut stand, sah er sich von ungefähr um. Da saß der Kobold vergnügt grinsend auf der Karre und sagte: »Es war Zeit, dass wir hier rauskommen, Bauer, sonst wären uns noch die Finger verbrannt.« Der Mann wurde den Schalenstifter nicht los, bis an sein Lebensende. Mehr Glück hatte in dem Punkte ein Windmühler im Holstein. Der saß eines Abends allein in seinem Stüblein und las in seinem Gebetbuche. Draußen war böses Wetter und der Regen schlug prasselnd an die Fensterscheiben. Da klopfte es an der Tür und der Mann wunderte sich über so späten Besuch. Er ging hinaus und fand einen Fremden, der ein schwarzes Ungetüm neben sich stehen hatte. Es war ein armer Bärenführer, der mit seinem Tiere um ein Unterkommen bat. Der Müller sagte: »Ich will euch das ganz gern aufnehmen, aber was fangen wir mit eurem Tiere an? In meinen Stüblein ist doch dafür kein Platz.« »Den Bären können wir ja in die Mühle tun«, meinte der Fremde. »Da wäre wohl Platz«, entgegnete der Müller. »Ich muss euch aber sagen, dass es da nicht richtig ist. Seit Jahren spukt ein Kobold darin umher, der mir vielen Schaden und Verdruss zufügt. Bald verdirbt er mir den Mahlgang, bald schneidet er die Säcke auf und was des Unwesens mehr ist.« »Das macht nichts«, meinte der Fremde. »Den Bären binden wir los, er wird schon mit dem Kobold fertig werden.« Also wurde Meister Braun in die Mühle gebracht und die beiden Männer gingen zur Ruhe. Um Mitternacht fing der Spektakel in der Mühle an und die beiden hörten das tiefe Brummen des Tieres, dazwischen die quiekenden Stimmen des Kobolds. »Aha«, dachte der Müller, »jetzt ist der Schadenstifter an den Bären. Es tut mir leid um den Manne, der damit sein Brot verdienen muss, aber er wollte es nicht anders.« Am anderen Morgen fanden sie den Bären frisch und gesund, worüber sich der Müller nicht wenig wunderte. Der Führer bedankte sich darauf für die erwiesene Gastfreundschaft und verabschiedete sich. Der Kobold ließ sich aber lange Zeit nicht wieder blicken. Nach Jahr und Tag saß der Müller wieder einmal in seinem Stübchen. Da öffnete sich die Tür ein wenig, der dicke Kopf des Kobolds steckte sich hindurch und der erschreckende Mann wurde von dem Unhold gefragt. Okay, das ist jetzt Plattdeutsch, ich versuche das jetzt mal. Ihr seht das ja jetzt. »Müller, Müller, lebet eure Grotte, warte Ratte noch?« Da fasste sich der Müller und antwortete: »Ja, die lebet noch, und jeden Jungen.« Da schlug der Kobold entsetzlich die Tür zu und ist seitdem nicht wiedergekommen. Verdammte Kobolde. Da frage ich mich, gibt es nicht noch mehr Kobolde jetzt in der Mehrzahl? Weil hier scheint es immer zu sein, dass immer nur einer da ist. Was ist, wenn du halt eine ganze Herrscher an Kobolden in deinem Haus hast, die ja mehr oder weniger alles für dich tun? Nicht schlecht. Wäre ein netter Gedanke halt, ne? Aber ja gut, wenn sie dann alle zum Bösen überwinden, wenn sie halt... Die sind alle immer so nachtragend, kann das sein? Bei der letzten Folge auch die Zwerge. Sobald du irgendwas machst, sind die so nachtragend und so beleidigt, dass sie sich sofort verziehen.
Und beim Kobold offensichtlich genauso. Sobald du den Kobold in irgendeiner Form schadest oder ihn kränkst, dann ist der garstig bis an dein Lebensende. Wenn sogar ein Typ, sogar der werte Bauer seine Scheune abbrennt und selbst das der überlebt, was bleibt dir denn da noch übrig? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das hier zu dem Plattdeutsch, also ich glaube, also ich versuche das mal zu übersetzen. Möller Möller heißt Müller Müller. Lebet eure, das heißt wahrscheinlich lebt eure große, dicke Ratte noch? Lebt eure große, dicke Ratte noch? Weil, lebt eure Grotte, erwarte Ratte noch? Wird das so ausgesprochen? Falls ihr da Ahnung habt oder so, könnt ihr hier unten mal reinschreiben, wie das heißt. Wie das in Hochdeutsch jetzt übersetzt wäre. Und jo, die lebt noch. Jo, die lebt noch. Und Herr Seven Jungen. Jo, die lebt noch, die fette Ratte. Also jo, die lebt noch. Und auch seine Jungen. Irgendwie so. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich habe das tatsächlich im Original noch nicht so gefunden. Das muss also vom wie hieß er nochmal? Also der werte Herr, das jetzt quasi zusammengeführt hat für kindgerechte Märchen, der hat das wahrscheinlich so hinzugefügt. Vielleicht war er ja, kam er ja wahrscheinlich aus Norddeutschland und hat das einfach nur so mit hinzugefügt. Passt ja irgendwie auch, ne? Also, aber schon nett, ne, dass der Kobold Plattdeutsch spricht. Gut, machen wir weiter. Garstige Kobolde. Die nächste Sage heißt Hinzelmann. Im Hannoverschen, an der Aller, liegt Hudemühlen. Dort war in früheren Zeiten ein adliges Geschlecht, das in seinem Schlosse wohnte, von dem jetzt freilich kaum noch Trümmer übrig sind. Hudemühlen hatte jahrelang einen Hausgeist, der sich selbst Hinzelmann nannte. Manche sagen, er hatte eigentlich Lühring geheißen und auch eine Frau namens Hille Billings besessen. Der fing mit Poltern und Lärmen im Hause an, sich bemerklich zu machen. Später war er auch am hellen Tag zu haben. Das Gesinde erschrak freilich nicht wenig, eine Stimme zu hören, ohne den Sprecher zu erblicken, gewöhnten sich aber nach und nach an dem Hausgeist, umso lieber, als dieser sich als gutartig erwies. Hinzelmann sang, lachte und trieb allerhand Kurzweil. Er erzählte den Mägden, seine Heimat sei der Böhmerwald. Dort wohnten seine Verwandten. Da er aber mit diesen in Streit gekommen sei, müsse er bei guten Leuten ein Unterkommen suchen. Übrigens war er ein guter und ehrlicher Geselle, wie einer. Alle gewannen Zutrauen zu ihm, nur der Hausherr nicht. Der hatte einen Grauen vor dem Poltergeist und wäre ihn gern los gewesen. Auf Unraten seiner Freunde flüchtete er nach Hannover und glaubte, Hinzelmann werde sich eine andere Herrschaft suchen. Darin verrechnete er sich aber. Hinzelmann war an dem Herren von Hudemühlen mehr gelegen als an seinem Hause. Er zog ihm nach und flüsterte ihn in seiner Schlafstube in Hannover zu. Manneke, lässt du mich hier gehen? Glücke sollst du han. Wolle tut mich aber verdrießen. Unglück, was du kriegen. Es blieb den Herrn unter solchen Umständen nichts weiter übrig, als nach Hause zurückzukehren. Im Hause machte sich Hinzelmann nützlich, scheuerte die Kessel, säuberte Eimer und Zuber. Dabei litt er aber nicht, dass die Dienstboten feierten, ja, er trieb sie zur Arbeit an und half mit dem Stocke nach, wenn Worte nicht ausreichten. Bei der Arbeit war er lustig und guter Dinge. Einmal kam ein Herr zu Besuch, der die Verhältnisse im Hause nicht kannte. »Ei, behüte uns Gott!« rief er aus. »Wie viele lustige Brüder habt ihr doch im Haus? Habt ihr doch im Hause? Mich dünkt, dass hier 10 im Saal oben singen.« »Ihr irrt«, wurde ihm geantwortet. »Das ist bloß der Hinzelmann, der sich lustig macht. Der singt freilich für 10.« Einst seiner Lieblingslieder fing an. »Min dum, min dum, min elbum füt wei.« Also, down, ne? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Spöttereien konnte er nicht vertragen und vergalt es den reichlich, die ihm foppten. Davon wussten 2 Edelsleute zu erzählen, die Hudemühlen besuchten und sich über ihn lustig gemacht hatten. Bei Tische saßen sie nebeneinander.
Da traf sich, dass den einen etwas entfiel, worauf er sich bückte, um den Gegenstand aufzunehmen. Geschwind war Hinzelmann bei ihm und gab ihm eine derbe Bauchschelle, bei den anderen aber zwickte er ins Bein. Jeder der beiden Herren glaubte nun nicht anders, dass ihm sein Nachbar so übel mitgespielt habe, und nach der Weise rauflustiger Edelleute griffen sie sogleich nach dem Degen, um diese Schande mit Blut abzuwaschen. Diese Waffen hatte aber Hinzelmann vorher versteckt, sodass den in ihrer Ehre gekränkten nur die Hände zum Ohrfeigen und Prügeln übrig blieb. Mit Mühe schafften die anderen Tischgenossen Frieden. Am anderen Tage versöhnten sie sich und zeigten ihre blauen Augen und geschwollenen Gesichter, während sich Hinzelmann totlachen wollte. Einmal war der Hausherr erkrankt. Er klagte über heftige Leibschmerzen. Da wurde ihm vom Schäfer ein Medikament verordnet, das er in Wein nehmen sollte. Die Magd wurde also in den Keller geschickt, um Wein zu holen. Als sie nun vor dem Fasse saß und zapfen wollte, fand sich Hinzelmann auch ein und sagte zu ihr: »Du wirst dich erinnern, dass du mich vor einigen Tagen gescholten und geschmäht hast. Dafür sollst du diese Nacht im Keller sitzen. Mit dem Kranken hat es ohnehin keine Not. In einer halben Stunde wird sein Schmerz dahin sein. Der Wein aber, den du ihm bringen willst, möchte ihm aber ja eher schaden als nützen. Bleib nur sitzen, bis der Keller wieder aufgemacht wird.« Der Kranke wartete lange auf sein Wein. Als aber die Magd nicht kam, wurde eine andere hinabgeschickt, die nach ihr zu forschen. Die fand den Keller verschlossen, drinnen aber klagte die Magd, dass Hinzelmann sie eingeschlossen habe. Nun wurde im ganzen Hause nach dem Schlüssel gesucht, doch vergebens. Am anderen Morgen stand die Tür sperrangelweit offen und die Gefangene durfte herausgehen. Der Kranke aber war, wie Hinzelmann richtig vorhergesagt hatte, genesen, sodass ihm der Wein nichts genützt hätte. Diese Geschichte hörte bald darauf ein junger Gesell, der auf der Hohen Schule zu Prag studiert hatte und im Hause gastlich aufgenommen worden war. Der sagte: »Hei, dass ein Weib zu solcher Ehre gekommen ist, das war ein Fehler.« Und nun fing er an zu prahlen. »Unser eins könnte der Plagegeist im Keller bei vollem Fasse so lange einsperren, wie er Luft hätte. 10 Tage und Nächte halte ich es aus, wenn noch ein Tropfen im Fasse ist.« Da lachten die Mädchen und sagten ihm, die Probe könnte er schon machen. Er habe nur nötig, mit der leeren Kanne in den Keller zu gehen, das andere werde Hinzelmann besorgen. Der Bursche, so ermutigt, ließ sich das nicht zweimal sagen, nahm die Kanne und suchte sein Glück im tiefen Keller beim vollen Fasse. Da labte er sich und trank, wie er das von der Hochschule her gewohnt war. Die Nacht hielt er aus, trank und vertrieb sich die Zeit mit lustigen Schelmenliedern. Am anderen Morgen aber war ihm die Sache leid und er wollte sich nach oben schleichen, um sein Bett zu gewinnen. Profit die Mahlzeit. Hinzelmann hatte fest zugeschlossen und lachte dem Prahler aus. Niemand konnte ihm helfen, denn der Schlüssel war wieder nicht zu finden. Er musste unten aushalten, so sehr ihm auch die dumpfe Kellerluft und die Dunkelheit zuwider war. Wie war ihm doch der Wein zum Ekel geworden. Nie im Leben wollte er, so gelobte er im Stillen, wieder das Getränk über seine Lippen bringen. Wollte er schlafen, so bekam er von Hinzelmann Ohrfeigen oder eine Ratte lief ihm über das Gesicht. Kröten und Asseln suchten seine Nähe, sodass er aus dem Schrecken nicht herauskam. 3 Tage lang ließ ihn Hinzelmann zappeln, dann tat er ihm auf. Der Prahlhans machte sich aber schnell aus dem Staube, sobald er sich von seinen Drangsalen erholt hatte. Hinzelmann verließ Hudemühle freiwillig. Beim Abschied schenkte er den Hausherrn einen künstlich geflochtenen Strohhut. Solange dieser im Besitz der Familie blieb, sagte er, würde diese blühen und gedeihen. Das traf auch ein. In späteren Zeiten fiel es aber einem Nachkommen des Edelmannes ein, den Hut einem Freunde zu schenken. Da verblich der Glanz des Hauses und die Familie starb zuletzt aus. Das war jetzt mal ein bisschen länger, ne? Das ging jetzt mal über 1, 2, 3, 4 Seiten. Der Hinzelmann, ne? Ich kann mir das so vorstellen, wie der eine Typ runter und dann kriegt der erstmal eine gewatscht. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht.
Dann kneift er. Es ist so ein richtig, das kann ich mir so richtig vorstellen. So auch so als wieder als Trickfilm halt und wie sie dann so standen und sich gegenseitig in eine Boxen wollen. Es ist super, es ist wirklich super. Ich frage mich dann an der Stelle, ist der Hinzelmann dann sichtbar und kommt dann halt her und watscht ihn eine so schnell? Er kann ja besonders schnell sein. Oder macht er das, während er unsichtbar ist? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich glaube, man kann ihn sehen, weil den anderen Kobold konnte man ja auch sehen. Das heißt also, weil er saß ja dann auf der Karre und als die Scheune verbrannt war, also kann man den Hinzelmann wohl sehen. Vielleicht kann er ja sich unsichtbar machen, aber es steht hier nicht so da. Deswegen denke ich mal, man kann ihn sehen. Die ganze Zeit. Der ist wahrscheinlich so ein Überwesen, so übersinnlich, kann sich wahrscheinlich durch Wände gehen. Ist ja, wird auch ein bisschen als Geist beschrieben halt, ne? Der Kobold. Aber hier stand gerade auch drinne, dass er Verwandte hat. Das heißt, der Kobold ist auch wie der Zwerg sozusagen, hat auch quasi wahrscheinlich ja Koboldkinder und Koboldfrau. Ob es da auch was gibt, so ein Märchen oder so? Die Familie eines Koboldes? Wäre witzig. Na gut. Yeah. Mach mal weiter mit den weiteren Sagen. Der Kielkropf. In einem Dorfe bei Halberstadt wohnte ein junger Bauer mit seiner Frau in Frieden und Glück. Ihre größte Freude war aber ein liebliches Kind, das ihm der Himmel bescherte. Damit kamen aber auch bald die Sorgen, denn das Kleine, obwohl es anfangs gesund und wohlgebildet war, magerte plötzlich ab. Ärmchen und Beinchen wurden entsetzlich dürr, der Bauch dagegen unförmig und dick. Unförmlich und dick. Unförmlich dick, sozusagen. Was die Eltern aber mit der großen Sorge erfüllte, war, dass auch der Kopf sich unnatürlich vergrößerte. Die hässlichen Ohren waren abstehend und waren mit Glotzaugen. Ach, Moment, ich mach das nochmal. Die hässlichen Ohren waren abstehend, mit wahren Glotzaugen und breitem Munde grinste das Kind seine Eltern an. Unnatürlich war auch der Hunger des Kindes. Sie konnten ihm so viel reichen, wie sie wollten. Immer ging es ihnen wie den Grasmücken, die einen Kuckuck aufziehen müssen. Sie machten den Fresser nicht satt. Da entschlossen sich die guten Leute, das Kind im Nachbarsort taufen zu lassen, denn in ihrem Dörflein war keine Kirche. Sie gingen also dahin. Der Vater setzte das Kind in seine Kippe und trug es so auf dem Rücken. Die Mutter folgte später nach. Als er nun über eine Brücke ging, rief es unten im Wasser: Kehkopf! Kehkopf! Da antwortete das Kind im Korbe, das vordem noch kein Wort gesprochen hatte: Hoho! Der Bauer war starr vor Schrecken. Da rief es wieder aus dem Wasser: Kehkopf! Wo willst du hin? Ich gehe nach Heckelstedt, antwortete das Kind im Korbe. Der Bauer will mich töppen lassen. Ein furchtbares Gelächter antwortete darauf in der Tiefe. Der Bauer, aber von Entsetzen ergriffen, nahm die Kippe und schleuderte sie ins Wasser. Die beiden Kobolde jauchzten und wieherten, schlossen Kobolds und verschwanden schließlich in der Tiefe. Die Bauersleute gingen erschüttert nach Hause. Da fanden sie zu ihrem freudigen Erstaunen ihr Kindlein blühend und frisch an der Stelle jenes Wechselbalges, dem sie so glücklich losgeworden waren. An der Stelle das Wechselbalg. Ich glaube, da war bei in einer Geschichte von Witcher war das auch dabei. Und ich kann mir auch voll gut bei Supernatural die allerersten Folgen, also nicht jetzt, also bevor es die Engel gab, bevor sie plötzlich Dämonen mit einem einzigen, also dies in der Zeit, wenn ein Dämon da war, dann haben die sich noch richtig den Arsch aufgerissen, dass der Mensch, der besessen ist von dem Dämon, dass der nicht stirbt. Ja? Ist euch das mal aufgefallen? Irgendwann war es so gewesen, dass sie jeden Dämon, jeden Engel einfach mit ihren Dolchen oder was sie immer hatten, einfach gekillt haben, plus die Hülle.
Und vorher, und in den ersten Folgen, haben die sich noch hier mit dem Dämon, mit den roten, mit den gelben Augen, da haben die sich noch ein, da haben manchmal drei ganze Folgen, haben die sich nur um einen besessenen Menschen gekümmert und wollten den mit so einem Ritus den Dämon vertreiben. Irgendwann haben sie dann einfach nur noch alle kalt gemacht. Verrückt. Aber da gibt es doch auch eine Folge mit einem Wechselbalg. So ein Kind dann plötzlich, oder war das das? Das ist ein Wechselbalg, das die Mutter quasi verzehrt irgendwie. Die Mutter wurde dann immer dürrer und das Wechselbalg hat dann so eine Fratze immer so gehabt. Die haben dann so, früher haben die sich ja bei Supernatural noch richtig Mühe gegeben und haben noch das, so ein Baby dann gezeigt mit so einer richtigen Fratze. Das erinnert mich da ein bisschen daran. Und es gab doch noch bei The Witcher, wieder ein kleiner Spoiler, ne, falls ihr wollt, ne, unten einfach rüberspringen. Ich glaube, wenn man das tote Kind vergräbt, das tote Kind vergräbt von dem roten Baron, wird das nicht dann auch zum Wechselbalg? Oder nee, warte mal, ich glaube, ich tue da was vermischen. Tut mir leid. Egal. Mach mal weiter. Bergmännchen. Im Berner Lande in der Schweiz hatte das Volk viele Erzählungen von Berggeistern aufbewahrt, den Bergmännchen, die auf den Matten ihre Wesen treiben. Sie sind Hirten, weiden aber nicht Rinder, Ziegen oder Schafe, sondern Gämse, aus deren Milch sie wohlschmeckenden Käse bereiteten. Mit diesem Käse hatte es eine eigene Bewandtnis. Das abgeschnittene oder abgebissene Stück wächst stets wieder nach. So ist es also unklug, einen solchen Wunderkäse rein aufzuessen. Dieses Zwergenvolk wohnte still und friedlich in Felsklüften. Friedlich in Felsklüften. Erschienen sie den Menschen, so bedeutet das für diese selten etwas Gutes. Nun, wenn man sie, nur wenn man sie von ferne auf den Matten tanzen sieht, so im April oder Mai, dann bedeutete das eine gute Ernte. Einmal pflügte ein Hirt mit seinem Knechte den Acker und beide sahen, wie aus der Nähe, aus der nahen Felswand Rauch aufstieg. Da meinte der Knecht: "Oh, da drüben kochen und braten die Zwerge. Die haben es gut. Wir leiden hier den größten Hunger und müssen noch so lange warten, bis wir heimkommen. Hätten wir doch eine Schüssel davon." Der Hirt war wohl derselben Meinung. Als nun die Männer den Pflug umkehrten, da erblickten sie in der frisch gezogenen Furche ein weiches Laken darauf. Weißes Laken, darauf stand ein Teller mit frisch gebackenem Kuchen. Für dieses Geschenk waren sie den Bergmännlein sehr dankbar, aßen den Kuchen auf und wurden satt davon. Abends, als sie heimgingen, war der Teller samt dem Messer verschwunden. Nur das Laken war noch da. Das hat der Bauer zum Andenken mit nach Hause genommen. Das ist doch schön, oder? Was war das? Ein schönes, knackiges, kurzes Ding. In Berner Lande in der Schweiz. Alles klar. So ein Wunderkäse. Ja, nicht schlecht, hätte ich auch gern. Aber schimmelt der da nicht irgendwann, dass immer das eine Schnitt? Ja, gut. Sag mal, du hast einen Käse. So ein Handkäse, so ein runder Handkäse. Und du schneidest erst ein Stück ab, das isst du, dann wächst das andere nach, dann schneidest du wieder ab, dann isst du aber das, was ein bisschen älter ist, und isst das. So bleibt der Käse immer neu. Ja? Weil das neue Stück, also das Stück, das nachwächst, ist ja frischer und neuer. Und das alte Stück, wenn du es wieder den zerteilst, isst du das alte Stück und lässt dann immer. Ja, gut. Was mache ich mir eigentlich Gedanken darüber? Sowas gibt es doch gar nicht. Aber nett. Gämse. Ich glaube, das sind ich glaube, Gämse sind so mehr so Ziegen. Ach, Ziegen, glaube ich. So Ziegenböcke. Bergziegen, glaube ich. Sind Gämsen. Und die nächste Sage dreht sich auch darum. Der Gemsjäger. Auf der Jagd nach Gämsen war ein Jäger auf den höchsten Felsgrat gelangt und weitergekommen als jemals da zuvor. Da stand plötzlich ein Zwerg vor ihm, der sprach zornig: "Warum legst du mir schon lange meine Gämsen und lässt meine Herde nicht in Ruhe? Das sollst du jetzt mit deinem Blute teuer bezahlen." Der Jäger erbleichte und war bald hinabgestürzt vor Schrecken, doch fasste er sich und bot um Verzeihung,
denn er habe nicht gewusst, dass die Gemsen einen Herr hätten. Der Zwerg antwortete, so will ich's dir noch einmal nachsehen, aber lass dich hier nie wieder blicken. Jeden siebten Tag sollst du von deiner Hütte ein geschlachtetes Tier finden, das sei dein, aber hüte dich und schone mir die anderen. Der Zwerg verschwand und der Jäger kam diesmal mit dem Schrecken davon. Fortan enthielt er sich der Jagd und blieb daheim. Am siebten Tage fand er richtig seinen feisten, ausgeschlachteten Gemsbock vor seinem Tür. Nach sieben Tagen hing wieder einer da und das ging ein paar Monate so weiter. Der Jäger aber fühlte sich immer unglücklicher und unzufriedener. Das ruhige, faule Leben behagte ihm nicht. Er sehnte sich nach den Reizen und Gefahren der Jagd auf den Höhen und wollte lieber Hals und Kragen riskieren, als sich den Braten zu tragen zu lassen. Das kenne ich gut. Also stieg er wieder auf den Grat. Und da er einen stolzen Leitbock erblickte, legte er ohne Besinnen an. Im nämlichen Augenblick aber ergriff ihm der Zwerg von hinten und stürzte ihm die Flur hinab. Er lag bald darauf in der Tiefe mit zerschmetterten Gliedern. Ja, den werten Jäger kann ich durchaus nachvollziehen. Dieses faule Leben kann ich auch nicht. Also es ist nicht so, ich kann mich auch mal zurücklegen und mal so ein bisschen Zeit verschwenden, ja, Mut zur Verschwendung. Aber irgendwann, ich weiß nicht, da ist irgendein Trieb in mir, beziehungsweise irgendeine Stimme im Kopf sagt, komm, beweg dich, mach weiter, mach was Vernünftiges, du Idiot. Ja, das ist irgendwas, was mich dann halt antreibt. Also ich könnte das gar nicht. Lange arbeitslos sein könnte ich gar nicht. Also das ist irgendwie so, ja gut, arbeitslos. Und wenn sich die Arbeit nicht mehr lohnt, ist das eine andere Geschichte. Aber ihr wisst schon, auf welches, was ich hinaus will. Dieses ständig so, ja, alles hinangekriegt. Ich glaube, das ist irgendwann auch ein Problem bei Leuten, die besonders reich sind. Wenn die, sagen wir mal, du bist ein Kind von reichen Leuten, ja, da bist du durch die Erbfolge, bekommst du Milliarden, Millionen, Billionen, was auch immer. Und dann, ja, was für ein Ziel hast du im Leben dann? Ich meine, der menschliche Geist neigt ja gern dazu, wieder sich zum Normalen zurückzukommen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt im Lotto gewonnen und gewinnt Milliarden. Am Anfang freut ihr noch. Das ist der Rausch. Das findet ihr geil. Ihr feiert Partys, macht dies und jenes. Aber irgendwann gewöhnt man sich an diesen Umstand. Und dann ist das einfach nur noch normal. Es ist wieder. Und dann greift man plötzlich zu Drogen. Weil, ja, der Mensch braucht immer ein Ziel. Und sagen wir mal, ja, und das so ein Geld verdienen als Ziel ist schon was die Leute halt antreibt. Ne? Das ist so ein bisschen, es gibt ja auch Workaholics, die treiben das ja auf die Spitze. Also Leute, die immer arbeiten müssen. Die arbeiten ja nicht des Geldes wegen. Das Geld ist einfach nur so ein Belohnungsding. Die arbeiten einfach immer weitermachen, immer weiter, immer nächstes Ziel, immer weiterdenken. Und was ich heute bin, habe ich morgen schon wieder widerlegt. Immer weitermachen. Und so geht es dem hier auch. Der will weitermachen. In ihm ist das einfach dieser Wille drin. Er kann einfach nicht anders. Dieses einfach nur sein Leben fair leben, das schafft er nicht. Deswegen will er wieder hoch. Nur die Frage ist jetzt mich, das ist hier natürlich mit einem einzigen Satz abgewatscht gewesen. Man muss sich jetzt mal versuchen, in diesen werten Jägern mal hineinzudenken. Er liegt da gerade unten, er ist jetzt meterweit nach unten gestürzt. Die Flu ist also die Felswand, ja. Die Flu haben wir ja im letzten Teil gelernt. Die Flu bedeutet, ich glaube auf Österreichisch bedeutet das die Felswand. Ist ja abgestürzt und unten mit gebrochenen Armen und Beinen liegt er jetzt da. An was wird er wohl denken? Es ist ja hier nicht raus, ob er stirbt. Ich meine, ja, er hat sich die Arme und Beine gebrochen, aber es bedeutet ja nicht automatisch, dass man gleich tot ist.
Ja, also es ist ja nicht so wie im Film, man fällt dann um und dann ist man sofort bewusstlos und tot. Nee, nee, man wacht dann halt auf. Und dann liegt man da mit seinen Verletzungen. Und dann denkt man nach. Hat man oft lange Zeit zum Nachdenken. Zumindest bis im Kopf der Überlebenswille halt, es macht ja irgendwann Klick. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in solchen, es ist jetzt immer wieder abseits, hat mit dem Links ja nichts zu tun, aber der Mensch hat ein, da muss irgendwas im Gehirn drin sein. Das ist ein Protokoll, würde ich sagen, das abgespielt wird, sobald du in Lebensgefahr gehst. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Panik zu tun, das ist ja das Fluchtverhalten, sondern es macht dann plötzlich zack und du bist plötzlich und plötzlich spielt dann quasi wie ein Protokoll in dein Gehirn ab, dass du spürst keine Schmerzen mehr. Du denkst plötzlich viel schneller, also ich hatte mal so einen Moment, du denkst plötzlich viel schneller und das rattert einfach irgendwie so ab, 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 ab und du gehst absolut in den Überlebensmodus. Und wenn du dich auf den Überlebensmodus erstmal verletzt, zum Beispiel, sagen wir mal, du hast dich verletzt so und du auf den Weg zum sicheren Punkt, ja, wo du hin musst, wo du dann sicher bist, dein Hafen sozusagen, ja, dann, wenn du auf den Weg Verletzungen nimmst, das nimmst du in Kauf, du denkst nicht daran, weil du sagst dir, okay, die Verletzungen nimmst du jetzt hin, die können heilen, ich muss überleben. Und das spielt sich dann so in deinen Kopf ab und du tust plötzlich in wenigen Sekunden tust du Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod entscheiden. Und es geht ruckzuck, tak, 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 tak. Und es ist dann wie ein Automatismus. Man denkt gar nicht mehr darüber nach, man entscheidet einfach. Und ich glaube, bei dem ist das dann auch. Also der liegt dann halt da, zerschmettert. Ja, der denkt an nichts. Ne? Der denkt jetzt, Scheiße, wie komme ich jetzt nur noch aus diesem Moment raus? Jetzt habe ich mir die Antwort selbst erklärt. Naja, gut. Tut mir leid. Also, ich sag's mal so, falls ihr mich noch nicht kennt, ich schweife gern mal so ab in so Gedanken. Und ich bin auch jemand, der gerne Selbstgespräche führt. Insofern habe ich jetzt ein Selbstgespräch geführt mit euch zusammen. Naja, egal. Gut, meine werten Zuschauer, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, wie ihr möchtet oder wann ihr das eben anseht. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei bei Lasst uns lesen. Hier ist nochmal, ich lese nochmal vor das nächste. Ein kleines Stückchen. Der Zwerg und die Wunderblume. Ein junger armer Schäfer aus Sittendorf bei Roßla in der Goldenen Aue trieb einst am Fuße des Kyffhäusers und stieg immer trauriger den Berg hinan. Auf der Höhe fand er eine wunderschöne Blume, dergleichen er noch nie gesehen. Die pflückte er und steckte sie an seinem Hut, seine Braut ein Geschenk damit zu machen. Mehr konnte er ihr nicht bringen, denn die beiden Leutchen waren blutarm und wussten nicht, wie sie Hochzeit machen sollten. Klingt schon mal sehr gut. Wie lange geht das? Ah, okay, es sind bald wieder hier. Oh, das ist ja geil. Oh, nächste Folge wird super, ich sag's euch. Das ist ja richtig geil. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bei Lasst uns lesen. Macht's gut.